Der Kirchenvater Gregor von Nyssa, liebe Schwestern und Brüder, sagt einmal das schöne Wort von der Heiligen Schrift, in der sich Gott selbst hinter dem offenbarenden Wort wie hinter einer Wand verbirgt. Wenn wir es machen wie Herodes, der die Attraktion sucht und deshalb Jesus sehen will, dann schauen wir die Wand an, ohne jemals Gott begegnen zu können. Es kommt also darauf an, dass wir wissen, was diese Wand bedeutet, dass Gott sich im offenbarenden Wort verhüllt. Denn wenn wir fragen, wie so oft, was machen wir mit dieser Situation hier beim Propheten Haggai? Er ist ja im Buch Esra schon vorgekommen, seine Verdienste um den Aufbau des Tempels. Was fangen wir heute damit an? Wir, die wir nicht mehr in der Situation Israels sind nach der babylonischen Gefangenschaft. Vor dem Nichts standen sie. Aber vielleicht zeigt sich dann doch die Durchlässigkeit dieser Wand des offenbarenden Wortes. Vielleicht zeigt sich das Anliegen Gottes dann doch in diesem Wort auch für heute. Denn auch wenn wir nicht vor dem Nichts stehen, ist es doch das gleiche Phänomen, unter dem wir leiden, gerade die westlichen Gesellschaften. Es kümmert sich zunächst einmal jeder um sich. Und jetzt gar nicht in diesem Sinn von, das ist es natürlich auch, Egomanie, sondern zunächst schaut einmal jeder, dass es der eigenen Familie, dem eigenen Bereich gut geht, da sorgen wir und wir haben schlaflose Nächte. Und was ist mit Gott? Ihr schaut, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt und der Tempel liegt in Trümmern. Sein einziger Hilferuf Gottes, seine Priorität, es geht eigentlich immer um das Gleiche. Das erste der 10 Gebote, die Priorität, der Primat Gottes, der musste damals entdeckt werden und ist das nicht unsere ganze Misere? Dass wir den Primat Gottes auch nicht entdecken? Wenn wir manchmal gerade innerkirchlich Bemerkungen aufschnappen, sehr gerne getätigt von Priestern, auch von Bischöfen, ach, dieses ganze Gekümmere um Liturgie und sowas, wir haben doch ganz andere Probleme. Das ist sehr verräterisch. Natürlich kann sich das nicht darin erschöpfen, das Wirken der Kirche. Sie hat einen Verkündigungsauftrag. Aber wo wird er deutlicher, als wenn man den Primat Gottes ernst nimmt und ihm die Ehre gibt? Etwa in der Feier der Liturgie. Oder ist das auch inzwischen nur noch Selbstbespiegelung, Egomanie, Selbstausdruck der eigenen Probleme, der eigenen Befindlichkeiten und wir kreisen schön um uns selber? Hier gibt es keinen Primat Gottes mehr. Ihr wohnt in getäfelten Häusern, ihr macht es euch schön, und das Haus Gottes liegt in Trümmern. Wir könnten das als eine Wirklichkeitsbeschreibung lesen, 2017, zumindest in westlichen Ländern, in vielen, wo das Haus Gottes in Trümmern liegt, in den selbstgemachten Trümmern. Ihr sammelt, ihr bemüht euch, so heißt es im nächsten Vers, den wir nicht mehr gelesen haben, was ihr euch erhofft habt, es ist viel, und doch erntet ihr wenig. Und wenn ihr es einbrachtet, blies ich es weg. Ich blies es aus eurer Hand. Alle diese Bemühungen, alle dieses Gutgemeinte, alle dieses Geschriebene und Herumgeschaffen, ich blies es aus eurer Hand. Und Gott stellt die Frage, warum wohl? Weil ihr den Primat Gottes vergessen habt. Weil ihr vergessen habt, mich, so spricht Gott, an die erste Stelle zu setzen und mir die Ehre zu geben. Und daraus, allein daraus, erwächst alles andere. Auch das, was wir Fortschritt im kirchlichen Leben, was wir Berufungen nennen, was wir, wenn man so will, Erfolg nennen, der Verkündigung.
Es kommt allein daher. Und es gilt, nach dem Wort des Propheten, das wieder zu entdecken. Es ist vielleicht aktueller denn je.